Hallo, ihr Lieben, heute ist mein Birthday, heute ist mein Birthday, ja. Und ich schminke deswegen heute mal meinen Birthday-Look. Genau. Ich habe überlegt, mit welcher ich es mache. Entweder zur Eva Matt-Palette oder mit einer anderen. Da habe ich mich dann doch für die andere entschieden, weil die schon etwas länger hier liegt und ich die unbedingt ausprobieren will. Und vor dem Kauf habe ich natürlich Reviews unzählige gesehen und habe dann gedacht, ja, das muss sein. Und zwar von BH Cosmetics gibt es eine Marble Collection und ich habe die Warm Stone Edition, also Reihe, Sorte. Und die sieht so aus und ich finde das Packaging ist schon mal richtig cool hier mit Gold und alles. Und es sind 12 Eyeshadows in einer Palette. Ist ja klar, ne? Und jetzt versuche ich mal die Verpackung aufzukriegen. Und da kommt dieses Schätzchen zum Vorschein. Von hinten sieht es so aus. Ich mache die Folie weg. Und das hier sind die Farben. Ich finde die wunderschön, richtig warm. Wie der Name schon sagt, Warmstone, da gibt es so eine Coolstone, die hat dann eher so lila-blautöne, aber die hat mir jetzt nicht so zugesagt, mir hat die sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich habe die noch nicht verwendet, werde sie jetzt das erste Mal, wie gesagt, verwenden für meinen Birthday-Look. Ich habe mir jetzt schon alles mal hingerichtet und bin schon ganz gespannt, wie die ist. Und ja gut, deutsche Reviews habe ich darüber jetzt noch nicht gesehen, eher so amerikanische, aber ja. Und die Größe ist halt toll, finde ich. Und dass die halt auch einen Spiegel hat, finde ich auch schön, da kann ich mich jetzt nämlich spiegeln. Und ich war am Trended Up Regal und habe mir diesen Natural Radiant Highlighter mitgenommen in der 010. Und ich finde, der hat einen richtig tollen Schimmer. Und die Einstanzung ist toll. Den kann ich euch echt ans Herz legen. Also da mal bei Trended Up zu stöbern, lohnt sich wirklich. Und dann beginne ich mal, ehe ich mich hier festsabbel. Weil davon haben wir ja sonst nichts. Und dann nehme ich dafür einen Pinsel. Ja, dann nehme ich diesen Pinsel und dann gehe ich mit dieses helle Braun mal das Matte. Also hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 matte Töne drin, wie man sieht, und der Rest ist schimmert. Aber ich arbeite mich jetzt erstmal mit dem matten Ton in der Crease. Ich sollte mal ein bisschen ranzoomen. Wäre mal nicht schlecht. Wozu hat man die Funktion? Ja gut, ein bisschen krümeln sie, aber ja, mein Gott. Die war auch überhaupt nicht jetzt teuer oder so. Die kam mit, ich glaube, 12 Euro hat die gekostet. Also, da kann man eigentlich nichts sagen. Klar, es ist jetzt nicht die High-End-Qualität, aber ja, mein Gott. So. Und dann blenden. Dann nehme ich die Farbe gerade daneben. Die haben jetzt halt nur leider keine Farbbezeichnungen. Okay, ist ein bisschen zu dick. Nehme ich den. Hier verschiedene Pinsel hier.
Irgendwie erwische ich heute nicht den richtigen Pinsel. Schrecklich, schrecklich. So. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man schon ein paar, ob man das schon sieht, hier seit einem Monat. So ein Wimpernserum, was ich mal in der Glossybox hatte. Ich weiß nicht, ob ich längere Wimpern jetzt schon gekriegt habe. Ich meine ja ein bisschen, aber ich sehe da noch nicht so viel. Bis jetzt nehme ich diesen Pinsel und gehe auch wieder in die Farbe hier rein. Klopfe alles ab und machen wir das an den unteren Wimpernkranz. So. Dann aufs bewegliche Lid. Mache ich doch was Schimmerndes. Ach, dann nehme ich das. Diesen da. Tupfe ich mir dann einfach aufs bewegliche Lid. Ich hoffe, man sieht es, wie der schimmert. Hoffe so. Ja. Ja, ist ganz toll. So, jetzt nehme ich so einen Pinsel und mache mir hier dieses Dunkle ans äußere V. So ein bisschen hin. Ja, man sieht schon, dass die ein bisschen krümeln, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so dramatisch. Ja, hat was auf jeden Fall. So. Dann tupfe ich mir noch diese Farbe. Okay. Ein bisschen hier hin. So fürs Topping. So ein bisschen Glitzer. Genau. Dann für den inneren Augenwinkel nehme ich diese Farbe. Tupfe mir das als Highlight in den inneren Augenwinkel und etwas unter die Augenbraue. Das mag ich nämlich auch sehr gerne. Weil das öffnet es noch so ein bisschen, das Ganze. Ja, gefällt mir bis jetzt ganz gut, das Ergebnis. So, liebe Freunde, jetzt versuche ich mir noch einen Lidstrich zu ziehen mit dem Gel-Eyeliner. Das soll ja von Catrice so einen Cushion-Eyeliner geben. Den wollte ich mir auch mal anschauen. Aber jetzt soll es ja von Essence auch so einen geben.
Vielleicht probiere ich dann den von Essence erst aus. Ich bin mir noch nicht sicher. Weil der ist vom Preis wahrscheinlich günstiger wie der von Catrice. Gucke ich mal. Weil das neue Catrice-Sortiment ist bei uns schon eingezogen. Bei DM, Müller und so. Also da ist es jetzt auf jeden Fall schon da. Essence, ich weiß gar nicht. Mitte Februar vielleicht oder so. Das dauert jetzt auch nicht mehr so lange. Ja. Dann für die Wasserlinie nehme ich wieder meinen Kajal Pencil 08 von Essence in der Teddy 08. Also den nehme ich gerade so oft her. Ich finde den richtig gut. Gerade für den Preis. Ja, ich finde einfach, dass Essence sich unheimlich gemacht hat. Also als Marke im Gegensatz zu vorher. Da nehme ich die Benefit Roller Lash. Die kleine Größe. Die hatte ich mal in der Glossy Box. Das ist schon lange her. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ich glaube, im September. Meine ich. Von der bin ich ja total angetan, aber 26 Euro, ne. Muss nicht sein. Ist ein bisschen teuer für eine Mascara. Aber ich bin froh, dass die in der Glossy Box war zum Austesten. Weil. Ja, weil ich das irgendwie mal gut finde, wenn man da so kleine Größen hat. Von Marken, die so teuer sind zum Testen. Das finde ich immer ganz gut. Und die ist noch gut gefüllt. Und ja. Also ein bisschen längere Wimpern habe ich schon bekommen. Durch das Serum. Würde ich sagen, doch. Also ein bisschen. Dann habe ich hier ein Oil Infusion Lipgloss von Trended Up in der Farbe 010. Weil der hat nur Nummern und keine Farbbezeichnungen. Das ist so ein, soll man das sagen, so ein Rosenholz Nude, so ein Lipgloss. Ich weiß nicht, sind die Lipgloss denn neu? Und dann trage ich mir auch die Lippen auf. Oh, da gibt es aber gut Farbe ab. Und das als Lipgloss. Lieber Herr Gesangverein. Sehr schön. Oh ja, also Trended Up Lipgloss, würde ich sagen, gut. Ja, hätte ich nicht gedacht. Und auch der Highlighter, mein lieber Schwan, also gut. So, das ist jetzt der fertige Look mit meiner BH Cosmetics Palette. Das ist es jetzt von Weitem. Ich finde es wirklich gut. Die Palette ist echt schön. Ist für jeden Geschmack was dabei. Tolle Farben. Super. Also, ich finde die echt nicht schlecht. So auf den ersten Eindruck macht die doch gut was her. Ich werde sie natürlich noch weiter testen. Das mache ich auf jeden Fall, wie bei allen, klar. Aber ich finde einfach auch das Packaging so schön. Also die könnt ihr euch echt mal angucken. Die finde ich wirklich gut. Ja.
haben ein bisschen bei Tarte Cosmetics geguckt. Aber das machen ja die immer so, dass die da immer auch beim High-End gucken. Und deswegen gefällt mir das sehr gut. Genau, also das war's mit meinem Schminkvideo, mein Birthday-Look. Hier ist er. Nachher werde ich mir noch versuchen, meine Adele-Wimpern aufzukleben. Mal gucken, ob es gelingt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.